Link und Zelda sind ein Liebespaar, confirmed. Außerdem hat sie ein schönes Geschenk für ihn in Schloss Hyrule hinterlassen. Holen wir es uns. Der letzte Part Zelda TOTK war so schrill wie keiner je zuvor, wie man auch unschwer an meinem Hut erkennen kann. Wir haben die Sagono-Story gespielt und die Bürgermeisterwahl erlebt. Glücklicherweise bleibt hier alles beim Alten, trotzdem bleibt auch der Modehype bestehen. Und Himba ist jetzt da. Willkommen in der Boutique Zephyr. Oha! Du bist es! Danke nochmal für deine Hilfe in Kakariko! Ich kann jetzt sogar von der berühmten Sagono lernen, die ich schon lange sehr bewundere. Meine erste Aufgabe ist es, ihr im Laden zu helfen, also bitte ich die Passanten zum Bummeln herein. Oh, ach ja, hast du schon mal Klamotten aussortiert, die es sonst nirgends zu kaufen gibt und es dann bitter bereut? Nö. Das kenne ich gut, aber Sagono hat bei solchen Sachen immer ein offenes Ohr. Vielleicht kann sie sogar helfen. Ah ja, stimmt, das haben wir ja auch freigeschaltet, dass man da nochmal die ganzen alten Gewänder kaufen kann. Falls man die mal verkauft haben sollte oder whatever. Nettes Feature, aber by the way, hat sie jetzt nicht genau denselben Sinn wie Sagonos Schwester? Ja? Wurde die etwa durch Himba ausgetauscht? WTF? Na jedenfalls, es gibt jetzt sogar noch eine neue Quest, nachdem das ganze Trubel hier erledigt wurde. Worum geht's, Riedna? Oh, hallo. Wegen der Bürgermeisterwahl schulde ich dir was. Ehrlich gesagt, habe ich bereits im Geheimen alle meine Forschungsergebnisse zusammengestellt und ich versuchte, Gemüse nach Sagonoart zu ziehen. Wie sehr wir uns auch abmühen. Der Erfolg ist uns einfach nicht vergönnt. Jedes Mal kommen die Monster, verwüsten das Feld und schon ist alles hinüber. Wir beide fühlen uns den Monstern im Kampf nicht gewachsen. Es wäre also gut, wenn wir einen starken Beschützer hätten. Ach, kein Problem. Das mache ich doch mit Links. Wirklich? Du übernimmst das für uns? Vielen, vielen Dank. Nach unseren Beobachtungen kommen die Monster spät in der Nacht und kehren bei Sonnenaufgang in ihr Versteck zurück. Ich kann dich doch nicht mit dieser Aufgabe allein lassen. Lass mich dir helfen, das Feld zu bewachen. Aber ich bitte dich, wenn mich Monster in die Enge treiben und ich nicht mehr kann, erlaube mir bitte, mich zurückzuziehen. Bist du bereit, mit mir dieses Feld bis zum Morgengrauen zu bewachen? Jo. Wunderbar. Dann lass uns hierbleiben und nach Monstern Ausschau halten. Ja, es kann nicht lang dauern, bis die Monster kommen und das Feld verwüsten. Ich hoffe sehr, dass du sie irgendwie vertreiben kannst. Das Morgenlicht vertragen sie wohl nicht, wenn wir das Feld verteidigen könnten, bis die Sonne aufgeht. Da kommen sie! Link, bitte hilf! So, so. Um 3 Uhr nachts, ja? Ich könnte wieder so einen typischen 3 Uhr nachts YouTube-Titel machen, aber ich verzichte. Zumal das hier auch überhaupt kein Problem wird, mithilfe der Funkelfrüchte. Denn die sind imstande, jegliches Skelettmonster instant verrecken zu lassen. Oh, da war einer aber schnell gerade. Mit seinem Steinwurf, oh je. Es wird immer wilder. Vor allem, ich weiß auch gar nicht, bringt mir das überhaupt irgendwas, die alle zu killen? Oder spawnen immer welche nach bis zum Morgengrauen? Nein? Nein, sehr gut. Du hast so viele Monster besiegt, dass die Gefahr vorüber ist. Gut gemacht, Link. Wir müssen nicht bis zur Morgendämmerung warten. Der Sieg ist eindeutig unser. Hä, wie kann er sich da sicher sein? Aber okay, gut. Oh, wir haben es geschafft! Die Kürbisse! Dank dir konnten wir die Kürbisse verteidigen, an deren Entwicklung wir so hart gearbeitet haben. Vielen, vielen Dank! Wie umwerfend schön sie im Licht der Sonne strahlen! Ah, Sonnenkürbis wäre dann doch ein passender Name dafür, nicht wahr? Runde, köstliche Sonnenkürbisse, ja... Das passt wunderbar, finde ich. Sonnenkürbisse, ja, ein trefflicher Name.
Hier hast du eine Belohnung. Eine neue Kürbissorte, die in Hateno an Stellen mit viel Sonnenlicht angepflanzt wird. Der Verzehr heilt die schädlichen Effekte von Miasma. Nice. Und fällt euch auf, dass er wie ein Pilz aussieht? So war es ja auch geplant, um den Sagono-Hype so ein bisschen mitzunehmen. Das Gemüse und die Felder hier sind der Schatz von Hateno. Also danke ich dir von Herzen dafür, dass du ihn beschützt hast. Wir lassen Frau Sagono noch einen Blick auf die Kürbisse werfen und verkaufen sie dann als eine echte Hateno-Spezialität. All das verdanken wir dir. Gern geschehen. Da habe ich gesehen, der Typ hat noch eine Quest. Hast du einen Moment Zeit, dir mein Leid anzuhören? Ich möchte unbedingt meine Färbetechnik perfektionieren. Genau wie Sagono würde ich gerne Stoffe mit einzigartigen Designs kreieren. Aber so etwas selbst zu erfinden ist gar nicht so leicht. Ich möchte ein Stoffmuster nach dem Vorbild eines Schleifes anfertigen. Aber ich bin etwas ängstlich, deshalb traue ich mich an Monster nicht heran. Ach, wenn ich nur eine Vorlage hätte. Ich meine, keinen Feuerschleim und auch keinen Eisschleim, sondern einen ganz gewöhnlichen blauen Schleim. Braucht er da ein Foto oder worum geht's? Hast du mir etwa Anschauungsmaterial gebracht, auf dem ein Schleim zu sehen ist? Ja, habe ich auf jeden Fall schon gemacht. Oh ja, das ist definitiv ein Schleim. Mit diesem Anschauungsmaterial sprudelt meine Inspiration gleich über. Ich werde mich sofort an die Herstellung des Stoffs machen. Will ich überhaupt einen Schleimstoff? Es ist vollbracht. Dank dir konnte ich ein wunderbares Stück Stoff herstellen. Hier, nimm es als Dank für deine Hilfe. Robuster Stoff mit Schleimmotiv. Er scheint gut zur Anfertigung eines Parasegels geeignet zu sein. Wie ich mir schon dachte, ist es mit Anschauungsmaterial gleich viel leichter. Ich sprudle nur so vor Ideen. Ja gut, dann gucken wir uns das auch gleich mal an, oder? Hier sind ein paar Motive, die ich gerne als Vorlage nutzen würde. Wenn du Material findest, das als Referenz dafür dienen könnte, zeig's mir doch bitte. Wenn mir die Herstellung mit deiner Hilfe gelingt, bekommst du als Dankeschön natürlich den Stoff geschenkt. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit. Die Quest geht also noch weiter. Das Problem an dieser Quest ist jedoch, dass ihr die Bilder, die ihr sehen möchte, in eurem aktuellen Speicher braucht. Hyrule Handbuch zählt hierbei nicht. Sprich, ich musste gerade noch einmal alles erneut abfotografieren, außer den Schleim, weil ich den zufällig noch in meinem Speicher hatte. Vor allem bei den Tieren und insbesondere beim Kaiserbär, der ja nur in der Hebra-Region bzw. im Gerudo-Hochland spawnt, war das nicht ganz so einfach, aber wie ihr seht, habe ich es geschafft. Und einige der Parasegel, die zu dieser Quest dazugehören, sind schon richtig, richtig geil. Aber ich wähle für heute den Stoff der königlichen Familie. Das ist auch der, den ich eigentlich als erstes nehmen wollte. Aber dann gab es ja in der letzten Folge diese Sagono-Geschichte. Und da dachte ich mir, na gut, damit das schön einheitlich ist und passt, nehmen wir einmal Sagono. Aber nun ist es etwas deutlich Schöneres, meiner Meinung nach, der Stoff der königlichen Familie. Ich werde immer mal wieder durchwechseln, deswegen wundert euch nicht, wenn mein Parasegel nach einigen Folgen anders aussieht als davor. Ihr wisst jetzt, warum. Und ihr wisst auch, dass hier oben auf dieser Flagge ein Krog ist, der hier nicht sein sollte. Denn wir wissen alle, solche Fahnen mag niemand draufklettern. Das ist einfach nur ätzend. Okay, gut, jetzt mit den Raketen nicht mehr ganz so schlimm. Dennoch, braucht kein Mensch, da ist der hier schon sympathischer. Der hat sich wenigstens einen schönen Ort ausgesucht. Kann ich schon eher nachvollziehen, dass der hier chillt. Es gibt auch noch einen weiteren bei der Schule. Aber ja, den hole ich, wenn wir die Quest machen, die zweite. Was aktuell aber nicht möglich ist, weil wir ja noch nicht in Taburasa waren. Also ist das erstmal auf Eis gelegt. So, dann wollen wir uns jetzt mal hier diese hübschen Fertighäuser anschauen.
Die gab's, glaube ich, auch schon in BOTW. Und die standen auch schon in BOTW leer. Ich glaube, das kann sich einfach nur niemand leisten. Weil die sind schon sehr, sehr fancy. Aber da wohnt nach wie vor keiner. Und was willst du bei meinem Haus? Du suchst Prinzessin Zelda? Schön wär's, wenn sie da wäre, ne? Fräulein Zelda ist immer noch nicht zurückgekommen. Vielleicht, weil ich nicht brav genug war? Wolltest du auch zum Haus von Fräulein Zelda? Das ist meins. Sie ist aber noch nicht wieder zurück. Seit dem Kataklysmus ist sie einfach nicht mehr gekommen. Obwohl sie noch bis später sagte, als sie das Dorf verließ. Link? Willst du uns was erzählen? Wohnst du mit Prinzessin Zelda jetzt unter einem Dach? Oder hast du dein Haus an sie verkauft? Ich hoffe doch mal stark Ersteres. Bevor wir reingehen und die Inneneinrichtung abchecken, kümmern wir uns um diese Flachzange, dessen Position ich auch schon weiß. Hab halt nachgeguckt, welche Crocs es in Hateno gibt. Du bist der Letzte und eieieiei. Der will ja wirklich fast ganz rauf. Was soll das denn? Okay, da kommen wir, denke ich, mit dem Hoverbike nicht hin. Das ist einfach zu hoch. Ich probiere es mit dem Gleiter, auch wenn es mit dem ebenfalls nicht einfach werden wird. Aber ich denke, der kann halt schon stärker nach oben ziehen mit Ballast als das Hoverbike. Aber das ist mal wieder so ein Croc, den braucht wirklich absolut niemand. Dagegen ist der auf der Flagge ein Witz. Aber ja, es macht auf jeden Fall mehr Sinn, das mit dem Gleiter zu lösen. Der kann eindeutig besser nach oben fliegen, als es das Hoverbike könnte. Weil es kommt halt, wenn du straight up willst, schon häufig ins Schwanken und irgendwann stürzt man dann ab. Also für sowas ist das Hoverbike halt nicht da, ne? Das ist eher so von A nach B, ohne an einer Stelle krass nach oben zu ziehen. Ne? Du kannst damit schon nach oben fliegen, aber nicht auf so kurze Distanz. Das ist eher suboptimal. So. Das hat deutlich besser geklappt, als ich erwartet hatte. Bei mir hat sich schon innerlich alles zusammengezogen. vor Angst, dass ich den irgendwie schneiden müsste oder so. Aber nee, hat gut funktioniert. Ein Hoch auf die Bautomatik. Und was ein schöner Ausblick auf Hateno. Ah. Jetzt nachts spielt ja auch nochmal eine deutlich emotionalere Version des Themes. Genießt die Musik. Und genießt den Ausblick auf Links oder Zeldas Häuschen. Es gibt sogar einen Brunnen. Und da steht Zeldas Haus. Hast du es jetzt wirklich an sie verkauft? Warte, bevor wir in den Brunnen gehen, will ich wissen, wie es innen jetzt aussieht. Ah, und jetzt ändert sich auch die Musik. Die meine ich. Die ist deutlich emotionaler. Spielt immer abends. Da sind einige Bilder. Von Köchen. Ziegen? Der Blumenfrau, aka Ganons Blumenfluch. Ihr goldenes Pferd, da wissen wir ja, das gehört auch wirklich ihr. Oh, und ist das ein Ausblick auf das neue Tier? Sehen aus wie Wildschweine. Da wissen wir ja auch schon, dass die in der Tropenregion leben, also in Firone. Interessant, interessant. Nur ein Bett. Also hast du es wirklich an sie verkauft? Oder seid ihr jetzt zusammen? Er spricht nicht zu mir, er schweigt wie immer. Aber vielleicht spricht das Tagebuch zu uns. Nach der Verheerung reiste ich durch Hyrule, um herauszufinden, wie ich am besten beim Wiederaufbau helfen könnte. Ich sah zerstörte Gebäude und verlorene Städte. Der Schaden war noch weitaus schlimmer als befürchtet. Doch als ich den Leuten zusah und ihnen zuhörte, wurde mir schnell eine Sache klar. Ihr Lebensmut war ungebrochen. Das größte Gut Hyrules waren seine Bewohner mit ihrem eisernen Willen.
So wurde mir durch meine Reise wieder meine Aufgabe bewusst, die Einwohner von Hyrule zu schützen. Schön, schön. Im Zuge des Wiederaufbaus von Hyrule bauten wir eine Schule in Hateno. Es ist die größte Siedlung in Hyrule mit weitem, fruchtbarem Land. Und da dort so viele Kinder wohnen, bot sich Hateno für eine Schule an. Als Lehrer konnte ich Simon vom Forschungsinstitut gewinnen. Er ist seit Jahr und Tag Huras Assistent und als solcher sicher gut geeignet. Mit Kindern kennt er sich aus. Ich werde dem Unterricht einige Zeit beiwohnen und mir selbst ein Bild davon und von den Schülern machen. Den Bau der Schule gab ich bei Herrn Lander in Auftrag, dem Architekten von Dumstar vom Bauunternehmen Dumstar. Es schien ihn sehr zu bewegen, da dies sein letzter großer Auftrag in Hateno war, bevor er zu einer Reise aufbricht. Ah, deswegen ist er nicht da. Ihr wisst schon, dieser sehr, sehr markante Typ. Schade. Ich hoffe, wir treffen den noch irgendwann. Ich ließ ihn einen geheimen Raum auf meinem Grundstück bauen, von dem sonst niemand etwas weiß. What? Er ist etwas düster, aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind keinen großen Änderungen unterworfen. Ich finde es sehr angenehm, mich dort aufzuhalten. Dieser Raum ist genau das Richtige, wenn ich mich zu konzentrierter Arbeit zurückziehen möchte. Der Brunnen? Kaum hatte das Schulprojekt angefangen, standen wir auch schon vor dem ersten schwierigen Problem. Uns fehlen qualifizierte Lehrer. Ja, uns auch. Simon hat sich der Sache angenommen, aber noch fehlt ein guter Kandidat. Unsere Lehrkraft sollte intelligent und gebildet sein und die Kinder müssen ihr vertrauen können. Kinder zu unterrichten und zu schützen bedeutet, unser Land zu schützen. Man muss sie lehren, das Land zu lenken. Ich hoffe, viele herausragende Persönlichkeiten, denen unsere Zukunft am Herzen liegt, werden als Lehrer zu uns kommen. Das ist ja alles schön und gut, aber kein Wort über Link oder wie sie dieses Haus bekommen hat, weil es war ja in Breath of the Wild wirklich unser Haus und jetzt sieht es, naja, schon ganz anders aus. Was ist passiert, Link? Warum erfahren wir das nicht? Oder erfahren wir es im Brunnen? Ein Geheimraum? Also, kommt eigentlich nur der Brunnen in Frage, oder? Außer es gibt ein Giga-Rätsel im Haus. Nee, das... ja, das sieht schon danach aus, als wenn wir hier richtig wären. Was hat sie in dieser Truhe aufbewahrt? Ein altes Haarband. Ein einfaches, altes Haarband. Vor allem mit Stärke 0. Sowas habe ich noch nie gesehen. Die Farbe ist schon etwas verblichen. Trage das Haarband und du wirst bestimmt ganz nostalgisch. Was? Warum? Oh! Das ist... Links Frisur aus BOTW. Lange Haare, kurze Haare und zusammengebunden. Ja, cool. Cool. Oh, noch ein Buch. Die Verheerung ist zwar Geschichte, doch sie hat Narben hinterlassen. Der Wiederaufbau läuft, aber es gibt viele Probleme. Links Kleidung hat sehr gelitten, seit er mich dabei begleitet, die verschiedenen Regionen unter die Lupe zu nehmen. Ich möchte Abhilfe schaffen und habe deshalb ein neues Reckengewand für ihn anfertigen lassen. Da ich mir so viel Mühe gegeben habe, ist die Vorfreude auf sein überraschtes Gesicht besonders groß. Solange wir unsere Arbeit nicht beendet haben, verstecke ich das Gewand erst einmal im Thronsaal. Gewiss kommt außer ihm niemand auf die Idee, dass die Feuerschalen der Schlüssel sind, um es zu finden. Okay. Vor allem, da kommt man ja jetzt schon hin, haben mir viele geschrieben. Einfach nur den Turm beim Sperrposten benutzen und dann kann man tatsächlich schon auf das fliegende Schloss gelangen. Jetzt ist die Frage, ob ich da hingehen soll. Neues Reckengewand, das klingt schon sehr geil. Will aber erstmal schauen, ob ich im Haus noch irgendwas finde. Okay, ich habe keinen weiteren Geheimgang gefunden, also war wahrscheinlich der Brunnen gemeint. Aber ich habe gemerkt, dass ich in dem Bett schlafen kann. Wenn das hier Zeldas Haus ist und ich in dem Bett schlafen kann, dann, naja. Außerdem, der Tisch ist für zwei Leute gedeckt. Link?
That's my boy. Cool. Es ist nicht eindeutig confirmed, aber ich sehe das schon als mehr oder weniger 5 Fingerzweige. Richtung, ja, wir sind zusammen. Hinzu kommt ja auch noch, dass sie dieses neue Reckengewand nicht im Haus versteckt hat, weil er könnte es dann ja finden, oder nicht? Sie musste es im Schloss verstecken. Geil. Ich hoffe, man findet noch weitere Hinweise darauf, aber... Ja, also, wenn ihr mich fragt, für mich ist es schon recht eindeutig. Ja, okay, ich bin ein bisschen befangen, ich wünsche mir das. Habe ich schon immer gewollt, dass das endlich so kommt. Und in Skyward Sword gab es ja auch schon sehr eindeutige Hinweise, dass da mehr ist. Das macht ja auch einfach Sinn, come on. Und ja, hier sieht es jetzt auch nicht schlecht aus, wa? Schön, schön. Gut. Machen wir weiter mit unserer Erkundung. Wir sind hier... Wie heißt der Ort nochmal? Hat keinen eigenen mehr. Aber es gab früher ein Minispiel. Da musste man zu Pferde umherreiten und verschiedene Ziele treffen, die da hauptsächlich bei den Ruinen versteckt waren. Dieses Minispiel scheint es nun aber auch nicht mehr zu geben. Stimmt, und da oben war auch noch so eine einzelne Ruine. Da höre ich einen Krog und es war auch klar, dass da einer ist. Komm her. Ich glaube, im BOTW war der oben auf dem Baum. Jetzt düst er hier unten herum. Was natürlich auch immer wieder ziemlich sassy ist. Sind die Häuser? Oh, ja. Einfach immer bei allen Häusern oder Hütten in dem Fall oben drauf klettern. Ich weiß gar nicht mehr, was hier drin war in BOTW. Vielleicht der Questgeber. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber jetzt haben wir hier einen besonders starken Ishin-Bogen. Stärker als der, den wir besitzen. Aber gut, der hat ja auch Schnellfeuer als Ability. Ist natürlich auch ganz cool. Aber im Endeffekt ist die Angriffskraft das A und O. Ach, schon wieder Hände. Warum? Random. So, ein Blick auf die Karte. Da haben wir was gefunden. Ich glaube, dann können wir auch schon weiterziehen. Hier zur Ovil-Ebene. Tatsächlich nichts Relevantes hier beim Weihesee. Wir haben da oben zwar mal ein Steinkreisrätsel gelöst, aber das ist schon ein bisschen her. Ansonsten gibt es da nur eine Konstrukttruhe, mehr nicht. Und auch hier bei der Olivebene habe ich rundherum nichts entdeckt. Nur hier unten in der Schlucht diesen Ivarok. Damit ich jetzt nicht umsonst hergekommen bin, würde ich mal vorschlagen, schlachten wir den in wenigen Sekunden ab. Da haben wir ja mittlerweile auch eine tolle Taktik für. Sprich, einfach Neidra Drachensteine mit Chimärenbogen und Ornigewand Stufe 2. Dann können wir von dem Eiswind nicht selber verletzt werden. Und der Bruder hier ist in wenigen Sekunden down, hat jetzt aber trotzdem noch ein KP. You had one job. You had one job, Unibo. Ja, er sagt mir jetzt gerade, eigentlich war es ja dein Job, ihn zu killen, ohne dass ein KP übrig bleibt. Hat er schon irgendwo recht, ja, aber... In Notfällen sollte ich mich trotzdem auf meine Begleiter verlassen können. Na, wie dem auch sei. Die Taktik funktioniert auf jeden Fall in aller Regel. Macht gut Schaden. Das überstehen die wenigsten. Und auf dem Weg hierauf habe ich noch einen weiteren Reisekrog entdeckt. Der mich jetzt aber wahrscheinlich all the way back zu Hateno führen wird, weil der guckt genau in die Richtung. Wahrscheinlich will er in diesem Wald... Alter, ich will mit dir reden. In diesem Wald, wo man in BOTW zum allerersten Mal die Pilz... Schwestern getroffen hat, aber nein, er will sogar noch
dahinter, also quasi an den Stadtrand. Ist das dein Scheiß Ernst? Alter. Also ich muss schon sagen, hier in der Gegend sind zwei der schlimmsten Reisekrocks. Einmal der bei Zeldas und Links Haus. Und jetzt auch noch du. Ich weiß gar nicht, wie man das legit machen soll. Mit einem Truck fahren? Jedenfalls sind da Truckreifen. Nee, danke. Vor allem, wie komme ich denn dann hier hoch? Ich kann es auf jeden Fall nicht empfehlen. Macht es mit einem Gleiter oder dem Hoverbike. Dann geht's auch 5-mal schneller. Und der chillt jetzt wirklich da oben auf dem Hügel. In der Nähe von Hateno. Kann sich wahrscheinlich kein eigenes Haus hier leisten. Hat deswegen sein Zelt aufgebaut. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Boah. Hier. Und wir, meine Freunde, werden jetzt das neue Reckengewand suchen gehen. Braucht man auch gar nicht so viel Ausdauer für, wie es ausschaut. Okay. Schloss Hyrule. Das, was wir davor gesehen haben, war ja nicht wirklich Schloss Hyrule. Das war ja nur noch das untere Überbleibsel. Und warum reagiert dieser Schreinsensor? Gibt es jetzt doch noch einen Schrein hier in Schloss Hyrule? Okay, das klären wir alles später. Jetzt erstmal die Fackeln suchen da oben, oder was? Ich sehe da zwei. Kam jetzt auch irgendwie einfacher und schneller in den Thronsaal als gedacht. Aber dadurch, dass der Großteil des Schlosses halt unten geblieben ist, bleibt nicht mehr viel an verwirrenden Gängen hier über. Oh ja. Das ging ja wirklich schnell und einfach. Da ist es. Neues Reckengewand! Dieses Kleidungsstück für jene, die den Respekt der Königsfamilie von Hyrule genießen, wurde überarbeitet und verbessert. Unter anderem mit neuem Schulterschutz. Genial! Sieht immer noch super aus. Und ich glaube, wenn ich es upgrade auf Stufe 2, dann haben wir auch wieder die Möglichkeit, die Leben der Gegner zu sehen, ohne mit ihnen in einem Kampf verwickelt zu sein, ne? Das wäre ja die Besonderheit des Reckengewandes in BOTW. Ja, ich weiß nicht, sollen wir jetzt gleich hier bleiben und das Schloss im nächsten Part erkunden? Ich würde fast sagen, ja, oder? Denn die Garde-Uniform müsste sich hier ja auch noch irgendwo befinden. Und ich möchte jetzt wissen, wo dieser Schrein ist. Also unten waren wir eigentlich überall, deswegen kann ich mir kaum vorstellen, dass wir da was übersehen haben. Ist er hier oben irgendwo? Der Sensor sagt ja. Oder ich habe wirklich was verkackt. Da ist er! Okay. Oh, dir wird sogar angezeigt, dass man tiefer gehen muss. Das ist ja wild. Komm, wir machen den jetzt noch. Wir machen den jetzt noch, Leute. Let's go. Stützstruktur. Ah, ich habe eine Idee, in was für eine Richtung das gehen wird. Wir müssen wohl immer eine Möglichkeit finden, etwas zu bauen, worauf wir es senden können. Ja, ja, alles klar. Das ist ja eigentlich gar nicht so schwer, oder? Da habe ich jetzt eigentlich auch schon eine recht konkrete Vorstellung von dem, was es sein könnte. Was die Entwickler haben wollen und was auch funktioniert. Oder reicht der Platz nicht? Doch. Doch, doch. Optimal. Yeah. Hätte jetzt eigentlich einen Kampfschrank hier erwartet oder irgendwas anderes, Brachiales, aber es
ist ja schon fast banal. Und da ist die Truhe, okay. Ja, brauchen wir erstmal eine Plattform, worauf wir heue Stacheln geschützt sind. Und dann... Ja, wieder so ein Haken wie vorhin, oder? So ein Ding hier. Müsste doch eigentlich funktionieren. Ach nein, ich kann das... Oh... Oder, wenn ich ein bisschen trickse, geht das? Weil ich kann das nicht einhaken, ist das Problem gerade. Kann man als Tricksen gelten lassen? Reicht aber nicht. Ja gut, aber jetzt wo ich gesehen habe, wie das runterfällt, ist mir auch was anderes. Eingefallen. Wobei das auch Blödsinn ist. Das funktioniert nicht. Na, wobei, doch. Erstmal so rauf. Und jetzt legen wir nur diese Platte so halb da oben hin. Oder hier hin. Maybe. Ich glaube, das ist nicht die Optimallösung, aber es funktioniert. War jetzt aber auch endlich mal wieder eine Truhe, die man nicht innerhalb von 2 Sekunden eingesammelt hat. Also an der Stelle auch ein Lob dafür. Und da kommen wir rauf, indem wir erstmal die lange Plattform als Brücke benutzen. Genau, wir machen so eine Art T. Da komme ich jetzt gerade drauf. Indem ich das hier gesehen habe. Müsste doch funktionieren. Ach, Mann. Jetzt haben wir ja Probleme, dass es von unten nicht geht. Aber wenn ich oben stehe, dann auf jeden Fall. Ach, ich hätte so hoch tun müssen. Okay. Geht aber von hier auch alles. Ach, vielleicht muss ich gar nicht umbauen. Ja, stimmt. Dann halt so. Eigentlich wollte ich, dass das Ding rechts hier in der Mitte steht. Aber so geht's natürlich auch. Viele Lösungen, alle führen zum Ziel. Oder die meisten zumindest. Ich freue mich aber vor allem über das neue Reckengewand. Und ja, wir bleiben gleich hier, würde ich sagen. Schauen wir uns Schloss Hyrule in der Luft genauer an. Bis zum nächsten Part.